Ganz herzlichen Dank. Eine API für jeden Sonderfall. Also nachdem wir dieses ganze 3D-Schnickschnack-Gedöns gemacht haben, ja, dachte ich, machen wir was, wo man noch Geld verdienen kann. Dankeschön. Und machen jetzt weiter mit so ein paar APIs. Also es gab mir ja gerade schon mal die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich das Ding jetzt so zu Facebook schicken möchte. Das ist ein Fall, den ich gleich abhandeln werde. Genau genommen geht es bei mir jetzt besonders stark um diese Dinger. Das ist eine besonders spannende Folie. Ich empfehle sie zum Einschlafen und anderen eher beruhigteren Szenen. Es geht konkret darum, dass all diese einzelnen Namespaces, die wir finden, verschiedene APIs anbieten, die mir das Leben als Entwickler dramatisch einfacher machen. Ich wollte das einfach nur mal in seiner Gänze zeigen, um zu erwähnen, dass es davon eine ganze Menge gibt. Alleine mit dem Update auf Windows Phone 7.5 bzw. 7.1, wenn man sich das SDK anguckt, bzw. Mango, wenn man auf den Codenamen schaut, gab es 1500 neue APIs. Das heißt, es gibt eine ganze Menge. Wir zeigen jetzt ein paar, die unsere persönlichen Lieblinge sind. Und das sind natürlich nicht 1500, sonst würden wir das mit 19.45 Uhr selbst übermorgen nicht schaffen, sondern machen halt nur ein paar. Ich möchte direkt reinspringen. Und zwar fangen wir an mit einer neuen Applikation. Und ich möchte was relativ Simples machen. Ich möchte eigentlich nur auf die Kamera zugreifen. Das heißt, das Windows Phone verfügt ja über eine integrierte Kamera-API. Das heißt, die Möglichkeit, nicht nur direkt auf die Hardware zuzugreifen, das geht auch, insbesondere über XNR geht das, dass man sich direkt quasi das Bild abgreift und das Bild direkt manipuliert. Aber was Windows Phone ebenfalls mitbringt, ist im Prinzip ein eingebautes User-Interface, um mit der Kamera zu interagieren. Also um so Sachen zu machen, wie die Kamera zu wechseln, dann verschiedene Auflösungen zu wählen, ein Video aufzunehmen, anstelle eines Kamerabildes irgendwas aus der Medienbibliothek rauszunehmen. Das heißt, relativ komplexe Sachen, die wir relativ einfach abbilden können. Ich bin jetzt ganz simpel, ich ziehe mir dafür einfach hier einen Button auf die Fläche. So, da ist mein Button. Mach den mal ein bisschen kleiner, nenn den jetzt... Umbenennen wollte ich ihn eigentlich erst noch, ich wollte den einen, ja gut, bleiben wir dabei, bleiben wir bei dem Namen des Buttons. Ich brauche zusätzlich noch ein Image. In diesem Image möchte ich gleich einfach nur das aufgenommene Foto anzeigen. Das Bild nenne ich in der Tat Foto. So, springen wir in den Clickhändler, in die Code-Behind-Datei. Das erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich mir den passenden Namespace dazu nehme. Und zwar den Tasks-Namespace. In dem sind diese ganzen Sachen drin. Dann definiere ich mir meinen Camera Capture Task. Also ich nenne das jetzt mal einfach Camera, so. Und definiere jetzt dafür einfach nur einen neuen Event-Händler. Was ich nämlich machen möchte, ist, ich möchte, ja, machen wir erstmal daraus wirklich einen Camera Capture Task, bevor ich jetzt so voreilig bin. So. Und jetzt brauche ich für das Ding noch einen Event-Händler. Und zwar, sobald ich ein Bild zurückbekomme. So, das machen wir alles hier drin. Ich kann jetzt hier schon mal anzeigen, dass schon mal dafür sorgen, dass wir in der Lage sind, das Ding anzuzeigen. Also sehr viel mehr braucht man noch gar nicht, nur um das User Interface anzeigen zu können. Wenn wir den Emulator mal gerade laden lassen. Sobald ich auf diesen Button drücke, komme ich schon direkt in das Interface, um mit der Kamera zu interagieren. Die Kamera ist natürlich auf dem Emulator relativ langweilig. Die zeigt nämlich nichts anderes als diese gefakten Bilder. Ja. Außerdem, wenn ich jetzt hier auf Accept drücke, laufe ich gleich in meine Not Implemented Exception hier. Das heißt, an dieser Stelle bricht das Programm. Das ist aber kein Problem, weil genau hier möchten wir jetzt eigentlich weiterarbeiten und möchten dafür sorgen, dass wir in der Lage sind, mit dem Bild weiterzuarbeiten, das gekommen ist. Also das Erste, was wir machen, ist, dass wir gucken, ob überhaupt das Ergebnis, das wir bekommen haben, ein ordentliches Bild ist. Dafür gucken wir einfach, ob das ganze Ergebnis okay ist, soweit so gut. So. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte dieses Bild extrahieren und anschließend das Image, das ich gerade auf die Startseite gesetzt habe, damit als Quelle zuweisen. Also als erstes brauchen wir ein Bitmap-Image. So. Dann müssen wir hingehen und einfach nur sagen, dass wir hier die Quelle entsprechend setzen möchten auf das Bild, das wir aufgenommen haben. Hallo? Hallihallo? Ach so, ja, okay, das kriegen wir hin. Herzlichen Dank. So, dann setzen wir jetzt noch die entsprechende Quelle, und zwar auf genau das Bild, das ich gerade aufgenommen habe. Und das wird mir ja einfach über die Argumente mitgeliefert. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach nur hingehe und das Ganze so hinsetze, dann funktioniert das. Und zwar ist das bei uns das Chosen Photo. So, dann kann ich noch hingehen und sagen, ich hole mir einfach das Bild vorne raus, das wir vorne hatten. In diesem Fall war das, ich glaube, ich habe es Foto genannt, genau. Und machen dann auch hier
Source setzen wir einfach auf gleich BMP. Gucken uns das Ganze nochmal an. Und jetzt müsste das eigentlich schon ganz ordentlich funktionieren. So, ich kann jetzt hier mit dem Button ein Foto aufnehmen. Könnt jetzt auch hier sagen, nee, das gefällt mir nicht, ich mache das nochmal neu. Ich könnte auch zoomen, was natürlich ohne Kamera nicht wirklich Sinn macht. So, kann das Bild akzeptieren und dann ist es sofort auf meiner Startseite. Das ist im Prinzip alles, was ich machen muss, um mit der Kamera zu interagieren. Ja? Sehr viel mehr muss ich nicht machen. Ich könnte, wenn ich möchte, das werde ich jetzt hier nicht zeigen, einfach weil es ein bisschen zu aufwendig wäre, mit XNA auch direkt die Kamera abgreifen. Man könnte quasi Live-Bilder sich rausholen, könnte direkt mit der Hardware interagieren. Das ist dann eine Sache, die man über XNA macht. XNA kann so ein cooles Zeug. Das ist allerdings eine super simple Methode, um mal eben schnell mit der Kamera zusammenzuarbeiten. So, soweit so gut. Das war die Kamera. Was ich jetzt sagen möchte, ist fast noch simpler. Und zwar geht es darum, was war hier gerade die Frage, bei Punkte einen Facebook-Status zu senden. Das war, glaube ich, bei dem Entenspiel, das wir gebaut haben. Ich habe gerade hinten nochmal geguckt, ich habe leider das Entenspiel nicht gespeichert. Deshalb wird es das Beispiel jetzt ohne die Entenpunktzahl geben. Aber ich denke, das ist für jeden relativ einfach ersichtlich. Und zwar erstelle ich mal eben ein neues Projekt, wo ich ähnlich vorgehe. Ich ziehe mir hier wieder einen Button rein. So. Und auf diesen Button möchte ich einfach nur, dass wenn man da draufklickt, möchte ich sofort in der Lage sein, ein Facebook-Status-Update zu posten. Das Schöne ist, dass Windows Phone ja bereits Facebook vollkommen integriert hat, genauso wie Twitter und auch andere Sachen. Das heißt, für uns ist es relativ einfach, so eine Kleinigkeit zu realisieren. Was wir dafür brauchen, ist einen sogenannten Share-Status-Task. Den nenne ich jetzt mal einfach mein Status. So. Und was ich jetzt einfach mache, ist, dass ich meinen Status bei Status setze ich auf liebe Grüße vom MMT30. So, Ausrufezeichen. Und könnte jetzt einfach sagen, mein Status.show. Das heißt, drei relativ simple Zeilen Code. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, habe ich hier meinen Button und es gibt leider kein Ergebnis. Vermutlich, weil ich habe gar keine Accounts hinterlegt. Das ist vermutlich der Grund. Schade eigentlich. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ich kann das nachher noch jedem gerne auf meinem Telefon sagen. Ich glaube, das ist die einzige gute Lösung, die wir gerade haben. Dieser Emulator schießt mir echt ins Knie, daran habe ich nicht gedacht. Schade, das ist sehr bitter. Man kann es kurz aufpoppen sehen. Ah, blöd. Ja, sehr gerne, bitte. Sehr gut, dann machen wir in der Zwischenzeit was anderes, was auch im Emulator funktioniert. Das ist ja kein Problem, wir lassen das einfach offen. So. Wir machen gleichzeitig ein anderes Projekt, und zwar eins, das ich persönlich super cool finde. Und zwar, wenn es darum geht, Directions zu kriegen, beziehungsweise Turn-by-Turn-Navigation, ja, also Navigation zu einem bestimmten Punkt. An sich eine relativ komplexe Sache, wenn man einen Moment drüber nachdenkt. Aber auch hier gehe ich jetzt hin und mache einfach nur einen kleinen Button-Händler rein. So, auch hier wieder einen Button. Und gehe jetzt einfach nur hin und sorge dafür, dass ich wieder meine Tasks drin habe. Hier die Tasks. Ich brauche jetzt noch eine besondere Referenz zu Microsoft Device. Also ich muss auf das Device zugreifen können, weil in dem Device versteckt sich dann gleich mein Hinweis, wo sich das Gerät denn eigentlich befindet. Das brauche ich deshalb, weil ich es wie folgt lösen möchte. Ich möchte gleich einen bestimmten Punkt angeben, zu dem wir navigieren sollen. In diesem Fall genau dieses Gebäude. Cool. Ist USB-frei? Bestimmt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt so einfach funktioniert. Das ist ja hier Windows 8 Preview und so, ne? Aber wir versuchen das. Wir versuchen das. Ich bin höchst gespannt. Das heißt, ich möchte genau zu diesem Gebäude navigieren. Und was ich machen möchte, ist, dass das Telefon einfach losgeht, guckt, wo bin ich gerade, dann checkt, wie die Routen ungefähr sind und mir anschließend am besten noch per Sprachausgabe sagt, wo ich langfahren muss. Meinst du, wir sollen das jetzt mit der Kamera noch machen oder soll ich vorher noch meine Directions bauen? Ja, ich gehe dir anschließen letztendlich und kann okay. Erzählen. Nee, das ist in Ordnung. So, das heißt, ich baue jetzt einfach meine Directions. Und zwar brauche ich hier einen sogenannten Bing Maps Direction Task. Den nenne ich Bing Maps Direction Task oder einfach nur, nehmen wir das mal Navi.
Soweit so gut. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen machen. Als erstes müssen wir eine Geokoordinate festlegen. Das heißt, wir müssen festlegen, wo wir eigentlich hinwollen. Diese Geokoordinate für den MMT 30 hier habe ich mir clevererweise vorher aufgeschrieben. So ist man. Ich habe höchste Zweifel, was diese Kamera angeht. Ja, die ist schon so weiß. Das ist kein Apple-Produkt, also. Apple-Produkt wäre, glaube ich, okay. Die Allzeit funktioniert hervorragend. So. Also blau leuchtet schon mal. Wollen wir das tatsächlich ausprobieren? Man muss dann halt nur. Wir versuchen das. Wir versuchen das. Ich baue jetzt erstmal die Direction zu Ende und dann unternehmen wir hier das Unterfangen, das mutige Unterfangen mit dieser. Mit diesem Gerät. Okay, also wie gesagt, wir brauchen die Geolocations für genau diesen Ort. Die GPS-Koordinaten habe ich mir clevererweise vorher rausgeschrieben. Die weiß ich natürlich nicht auswendig. Und die werde ich jetzt hier einfach nur angeben. Und zwar gibt es den Datentyp Geo-Koordinate und den nenne ich jetzt hier einfach MMT30 gleich New Geo-Koordinate. Und da brauchen wir jetzt die genauen Zahlen. Das sind nämlich 50.93. Ich frage das dann nachher ab übrigens. So. Alles klar, soweit so gut. Schwärze ich hier noch ein bisschen, ja, das ist okay. Dann machen wir jetzt noch Folgendes. Ich möchte jetzt noch dafür sorgen, dass mein Navi, das ich gleich starten möchte, soll nicht nur einfach nur wissen, dass es zu diesen verschiedenen merkwürdigen Koordinaten navigiert, sondern es soll genau wissen, wie ich diesen Geonavigationspunkt auch nenne. Deshalb gibt es hier noch einen Typ vom Namen Geo-Koordinate, nicht Geo-Koordinate, aber es gibt den... Müssen wir mal gerade nachgucken. Was ich nämlich jetzt machen möchte, ich möchte dafür sorgen, dass die Geokoordinaten einen bestimmten Namen haben. Ja? Label. Das macht Sinn. Labeled Map Location. So ist das Ganze direkt viel sinnvoller. Das Ganze nenne ich jetzt MMT. Ich mache daraus eine New Labeled Map Location. Und zwar vom Namen MMT30. Und ich kann das Ganze direkt Multimedia Treff 30 nennen, damit es auch direkt richtig schick ist. Und zwar von der Location MMT30. So. Soweit, so gut. Jetzt können wir noch Folgendes machen. Wir könnten theoretisch für die Navigation Start und einen Endpunkt festlegen. Ich werde jetzt einfach nur den Endpunkt festlegen. Das System geht dann automatisch davon aus, weil ich keinen Startpunkt festgelegt habe, der wird schon dahin wollen von der aktuellen Position, wo er gerade ist, was ich persönlich super cool finde. So, was ich nämlich jetzt machen, ist, dass ich einfach hingehe und sage, mein Navi, ja, der Endpunkt ist gleich MMT. Und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir hier Navi direkt Show. So, los geht's. Man sollte das natürlich eigentlich nicht alles im Buttonhändler machen, aber ich denke, für das Beispiel hier ist das ausreichend. Soweit, so gut. Es ist nämlich auch eine schöne Position oder ein schöner Punkt, um zu zeigen, wie cool eigentlich dieser Emulator ist, insbesondere wenn es um Location geht. Ich kann nämlich den Navigator relativ simpel an jeden Ort der Welt schicken, wo ich ihn gerne haben möchte. So, wir zoomen mal gerade hier ein bisschen in Europa rein. Und kann, was man hier schon sehen kann, ich kann hier theoretisch die ganzen mehrere GPS-Punkte festsetzen und der fährt die dann ab. Ja, ich kann diese Bewegungen sogar aufzeichnen und kann quasi dem Emulator vorgaukeln, wo er sich gerade lang bewegt. Was insbesondere dann, wenn man abgefahrene Sachen mit GPS plant, super praktisch ist, weil man natürlich eine saubere Testumgebung bekommt, weil der Emulator immer genau die gleiche Strecke abfahren kann. Das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur irgendeinen Ort. Ich nehme das mal gerade wieder raus. Nehmen wir mal irgendwas, was jetzt für das Navigationssystem nicht allzu brutal ist. Wir fahren mal los in Mülheim an der Ruhr. Ah, nix da, Düsseldorf. So, hier fahren wir los. Alles klar, da befindet sich jetzt mein Telefon und wenn ich hier auf Start drücke, dann fragt er mich noch kurz, ob er auf die Location zugreifen darf. Ja, sehr gerne. Dann sagt er mir noch kurz, dass das Navi natürlich, wenn es mir sagt, ich soll ins Wasser fahren, dass ich gefälligst nicht ins Wasser fahren soll. Und das war's auch schon. Schon haben wir eine volle Turn-by-Turn-Navigation, die mir genau sagt, wo ich langfahren soll. Ja? Mit Ende Multimedia Treff 30. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, warum ihr nicht vollkommen gerockt seid. Das waren gerade 5 Zeilen Code. Leute sitzen hier und akzeptieren das einfach so, als wäre es das Normalste der Welt. Hast du eine Frage? Bitte. Das geht leider gerade gar nicht. Also was man machen könnte, ist, dass man natürlich den Nutzer rät. Nee, es geht leider gar nicht.
Also es ist, ich überlege gerade, ob man das vielleicht mit irgendeinem Workaround hinkriegt, aber es ist, es gibt keinen Weg, der dafür gedacht ist, direkt eine Navigationstafel zu starten und da eine Adresse zu übergeben, weil wir momentan zumindest fürs Phone keinen Standard-Dateityp oder keinen Standard, also im Prinzip kein Protokoll bekannt, dass das eine Adresse angibt. Das müsste ja auch in GPS-Koordinaten sein, clevererweise, was die Sache mal ein bisschen schwierig macht. Was man hier jetzt auch machen könnte, ich habe jetzt den Weg gewählt und habe da einfach die GPS-Koordinaten angegeben. Man kann dem Ding auch sagen, ich habe einen Suchbegriff. Liebes Bing, guck mal, ob du mit diesem Suchbegriff irgendwas anfangen kannst. Und wenn du diesen Ort auf deiner Karte findest, navigiere mich einfach dahin. Aber es bleibt jetzt erstmal bei Bing. Ja, also die Bing-Navigation ist gerade das, was Microsoft standardmäßig integriert hat. Und damit können wir halt auch rechnen. Wir wissen, dass das auf jedem Windows Phone System vorhanden ist. Sonst kann man alle möglichen Probleme, wenn die Software nicht installiert ist. Ich weiß, ja. Das naja, schon. Also die Frage war, bei Bildern ist es ja auch nicht, dass Applikationen einen besonderen Typ haben. Die Antwort ist doch JPEG und PNG. Ja, wir wissen ziemlich, also eine Applikation kann sehr genau sagen, ich bin zuständig für Bilddateien und Bildprotokolle. Könnte es auch für Navigationssysteme geben, gibt es nur leider gerade nicht. Ja, wenn das mal irgendwann der Fall ist und wir ein sauberes Protokoll haben für GPS-Koordinaten oder Adresse, dann vielleicht jetzt gerade dieses API, Hilfe, die Kamera greift mich an, dann leider nur für Bing Maps Navigation. So. Gut, das habe ich gezeigt. Jetzt gehen wir mal gerade wieder zurück zu meiner Phone-Applikation mit dem Status. Ich hatte gerade noch irgendwo ein Phone-Kabel. Da. Wir versuchen das mal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Webcam überhaupt irgendwie anzeigen kann. Ich kann gerade versuchen. Ach, tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Okay. So, gehen wir mal gerade wieder zurück. Ich deploy mal kurz meine Anwendung aufs Telefon. Das ist eigentlich auch ein schöner Punkt, um zu sagen, dass das ebenfalls nicht besonders aufwendig ist. So, ich schließe das jetzt hier an. Sehr gut. Wir können das hier mal gerade stoppen. Und dann kann ich nämlich hier oben einfach auswählen Windows Phone Device. Und dann beginnen wir gleich schon mit der spannenden Angelegenheit dahinter. So. Ja, wir verbinden uns mit dem Gerät. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt können wir nämlich auch dann direkt in die Kamera springen. Ja. Hervorragend. Ja, das muss jetzt leider so reichen, auch wenn das nicht perfekt ist. Tada! So, könnte ich hier auswählen Twitter. Das mache ich mal gerade. Das war's. Jetzt müssen alle Leute, die mich bei Twitter kennen, eigentlich gleich mal einen Statusposter aufpoppen sehen. Das war schon. Sehr viel mehr gab es gar nicht zu zeigen. Vielleicht könnte ich noch erwähnen, das kann ich vielleicht noch mal mit ein bisschen mehr Detail. Die Qualität ist nicht spitze, aber ich kann halt hier auch noch meine anderen Profile auswählen und ich habe hier noch in meinem Telefon noch integriert Facebook und Windows Live. Das heißt, so einfach ist es im Prinzip, eine Punktzahl zu posten. Jetzt ist natürlich jedem klar, ja, wenn wir gerade in unserer Endenspielapplikation gewesen wären, dann wäre das hier einfach gleich nicht was immer, sondern gleich Punktzahl und das hätte den gleichen Effekt gehabt. So. Bitte? Frage, Fotos oder sowas? Nicht ganz so einfach. Nicht ganz so einfach. Dafür muss man dann schon sehr schnell eigene Sachen bauen, weil das Unified Handling, wie das so schön heißt, da ein bisschen schwieriger ist. So. Vielleicht brauchen wir die gleich nochmal. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. So. So. Die nächste API, die ich zeigen wollte, ebenfalls eigentlich eine ganz nette, auch wenn die nicht so fett ist wie die anderen beiden, die ich jetzt gezeigt habe. Und zwar geht es um folgendes Szenario, was, wie ich finde, auch immer mal wieder stattfindet. Und das ist das Szenario, ich fange hier wieder mit dem Button an. Das ist das Szenario, dass ich den Nutzer direkt an eine bestimmte Einstellung schicken möchte, und zwar in die Einstellung für WLAN.
Ja, klassische Situation. Ich habe eine Anwendung, die dringend WLAN erfordert. WLAN ist nicht vorhanden. Was kann ich tun? Ich könnte einfach hingehen und sagen, bitte, 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 lieber Nutzer, sorg mal dafür, dass du jetzt schnell WLAN bekommst. So, auch dafür brauche ich wieder... Bringt, glaube ich, Glück. Ja. Dass ich wieder mein Task-Sender hier habe. Und es gibt einen sogenannten Connection-Settings-Task. So. So, dann gehe ich noch hin und sage, dass ich dafür sorgen möchte, dass mein Wi-Fi hier von einem bestimmten Typen ist. Und zwar in meinem Fall Wi-Fi, damit wir auch da in die richtigen Einstellungen gehen. Und dann ist das Ganze schon relativ simpel, weil dann sage ich einfach nur Wi-Fi Show. Man sieht, das Ganze verfolgt hier immer das gleiche Prinzip, das ist alles asynchron. Beziehungsweise die Anwendung wird sogar unterbunden, während sowas läuft. Und jetzt stellt sich natürlich gleich wieder, achso, jetzt startet das auf meinem Telefon. Ja, ne? So, holen wir uns das hier mal gerade raus. Jetzt muss ich die Kamera wieder umdrehen. So, alles klar. Jetzt hier auf diesen Button drücke, dann werde ich direkt in meine WLAN-Einstellung geschickt. Alarm, mach gefälligst dein WLAN an. Toll, wa? Ja, ich weiß, es sieht, wenn man immer nur drei Zeilen schreibt, sieht das relativ einfach aus. Aber es gibt, soll Plattformen geben, auf denen solche Tasks schwierig sind. Ist es denn eine Meldung oder schon, wahrscheinlich auch schon genau wie gestern seit Tagen? Ne? Es tut mir leid. Faire Frage. Kann man darüber auch direkt WLAN ein- und ausschalten? Die Antwort ist nein. Genau diese Launcher, also diese Launcher und Chooser sind eigentlich ein ganz, ganz interessanter Punkt, mit dem es den Entwicklern und den Nutzern ermöglicht wurde, das Sicherheitsmodell, das existiert, so weit wie möglich auszureizen. Der Punkt ist nämlich der folgende. Anwendungen können tendenziell nicht direkt auf kritische Komponenten zugreifen oder auf kritische Nutzerdaten zugreifen. Es können zum Beispiel, Anwendungen können nicht selbstständig wild SMS verschicken. Erst recht nicht, ohne dass der Nutzer es mitbekommt. Dafür gibt es diese Launcher und Chooser, die es im Prinzip der Anwendung erlauben, den Standard-Task, den es ganz am Ende gibt, bevor eine SMS abgeschickt wird, vollständig zu befüllen und zu befeuern. Und der wird dann dem Nutzer nochmal angezeigt und zwar vom System kontrolliert. Das Konzept dahinter ist, dass der Nutzer, bevor er eine SMS verschickt, immer das Gleiche sieht und sich somals so immer sicher sein sollte, dass eine SMS auch verschickt wird. So weit, so gut. Das war schön. Was ich jetzt noch zeigen möchte, ich möchte jetzt noch ein bisschen eingehen auf Live-Tiles. Dafür nehme ich nochmal gerade hier, jetzt wo wir die Kamera schon mal haben. Nicht ganz so einfach, wir können es versuchen. Ich habe hier gleich fertig gebaut. Es geht sofort weiter. Eine kleine Umbaupause. So. Ich? Nee. Er ist ja fertig. So. Dass ich tanze? Ich gebe mir den Spaß nicht. Okay. Hier habe ich schon. Aber und zwar möchte ich sprechen über Live-Tiles. Wir haben ja schon hier mal ein bisschen darüber gesprochen, was Tiles alles so können. Ja, das sind jetzt hier meine verschiedenen Tiles. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich selten in meine Anwendung rein muss, um das Wetter zu checken und auch nicht, um meinen nächsten Flug zu prüfen. Kann man eigentlich irgendwas erkennen? Das ist, naja, okay. Okay, also ich finde es akzeptabel. Es soll nämlich eigentlich auch nur ein Prinzip verdeutlichen. Und zwar, wenn wir uns mal gerade hier diese Wetter-App angucken oder darüber die Flug-App, die MyTrips-App. Man kann sehen, dass es bei uns mehrere, dass es eine solche Kachel gibt und diese Kachel kann mit verschiedenen Informationen versehen werden. Die kann entweder vollständig mit einem eigenen Bild versehen werden oder mit einfachen Daten. Was man hier ebenfalls sehen kann, ist, dass so eine Kachel über zwei Seiten verfügt. Wir nennen das in der Fachsprache vorne und hinten. es gibt ein Front-Datei und ein Back-Datei. Und beide können entsprechend angesteuert werden. Was man jetzt hier sieht, ist zwei Beispiele. Die obere Teil, die von MyTrips, die wird aus der Applikation selbst befeuert. Ja, da sagt die Applikation dafür, jedes Mal, wenn sie geöffnet wird, guckt sie sich ihre eigenen Teile an und guckt, ob die aktuell den letzten Flug anzeigt. Und wenn nicht, geht die hin und sorgt dafür, dass auf der Teil der nächste Flug stattfindet. Da steht jetzt zum Beispiel, dass ich morgen wieder nach Berlin fliege und ich muss eigentlich gar nicht in die Applikation rein, um festzustellen, welche Flugnummer ich habe, wo ich eigentlich hinfliege, was je nach Job echt hilfreich ist. Und um wie viel Uhr der ganze Flug stattfindet. Darunter wird schon etwas komplexer. Darunter haben wir die Wetter-App. Die ist ziemlich cool. Die aktualisiert ihre Teile nämlich sowohl über Push-Notifications als auch einen Background-Task. Was diese Teile nämlich macht, ist, dass sie mir das aktuelle Wetter sowie das in den kommenden Tagen kommende Wetter anzeigt und zwar immer für den aktuellen Standort, ohne dass ich in die Applikation überhaupt rein muss.
Letzteres ist ein bisschen komplexer, weil es natürlich enthält, dass man einen Background-Task erstmal anstoßen muss. Man braucht in aller Regel externe Server, die über die entsprechenden Daten verfügen und dann die Daten schicken können. Oberes ist aber ein bisschen einfacher und ich möchte jetzt mal kurz zeigen, wie Oberes funktioniert. Also einfach nur aus der Applikation heraus die eigene Teil aktualisieren, weil das nämlich eigentlich, naja, es ist, verdeutlicht schon die relevanten Prinzipien. Es funktioniert genauso, wenn ich es mit einer Push-Notification mache oder aus dem Webservice. Ist aber einfacher und jetzt hier eben machbar. Ich baue jetzt mal hier gerade eben wieder um. So. Wir machen mal eben eine neue Applikation, wie wir das so gewohnt sind. Ja, das Übliche. Ich habe eine Frage. Bitte. Gibt es eine Möglichkeit für die Windows Phone, für die andere Plattform, eigentlich die Bildübertragung von einem Handy direkt auf ein Video aufzuzeigen? Den anderen, den anderen? Gute Frage. Gibt es bei Windows Phone die Möglichkeit, das Bildsignal direkt auf eine andere Plattform zu übertragen, also auf per HDMI oder so? Die Antwort ist, es gibt Geräte, mir sind einzelne Geräte bekannt, die das können. Wurden die überhaupt jemals verkauft? Weißt du das? Du meinst also diese Samsung-Devices mit dem? Ja, zum Beispiel. Ja. Aber ich habe nämlich von Computer, wie USB. Also nicht per Default. Das Betriebssystem selber kann es erstmal nicht. Also wenn, dann muss das der Hardwarehersteller ausliefern. Die Frage, um das noch kurz zu wiederholen, die Frage war, ob man irgendwie in der Lage ist, das Videosignal auszugeben. Momentan nicht, nein. Ja, egal, das ist jetzt einfach hier. Das ist so okay. Hier wieder gleiches Vorgehen. Ich möchte mir einen einfachen Button auf die Startfläche ziehen. So. Und sobald ich auf diesen Button klicke, möchte ich die Teil aktualisieren. So, ich baue das jetzt hier doch weg, das stört mich gar nicht. So. Soweit so gut. Ich möchte jetzt hier eigentlich nur... auf die einzelne Teil zugreifen und dafür muss ich mir erstmal eine neue Teil anlegen. Auch wenn das jetzt hier gerade noch, ja, ich weiß, der Namespace fehlt noch, aber das kriegen wir gleich hin. Vielleicht machen wir das mal eben. So. So, warum Teil defined? Warum nenne ich das so? Das Ding ist, ich hole mir jetzt eine bestimmte Teil raus. Ich erstelle nicht einfach eine neue Teil, sondern ich sage, die momentan aktuelle Teil, das sollte in diesem Fall, nehmen wir mal die, nicht die current, sondern die erste. Was ich nämlich hier mache, ich hole mir als erstes mal raus, welche Teil ist eigentlich die gerade sich bei meinem Phone vorne befindet. Ich kann mal gerade den Text mal ein bisschen größer machen. Das erlaubt es mir nämlich, dass ich immer auf die aktuelle Kachel zugreifen kann, immer auf die Hauptkachel. Warum sage ich Hauptkachel? Man kann sich jetzt vielleicht schon denken, Anwendungen sind in der Lage, einzelne Unterkacheln zu erstellen. Und wenn wir uns gerade unsere Wetter-App angucken, oder beziehungsweise meine Wetter-App, die hier immer den aktuellen Standort anzeigt, ich könnte natürlich aus der Anwendung heraus mehrere Kacheln erstellen für einzelne Orte. Das kann die Kachel auch, das kann die Anwendung auch. Die Anwendung kann noch zusätzliche Kacheln erstellen für beispielsweise immer München, immer Berlin. Wenn ich dann einfach nur in der Anwendung feststellen möchte, was die erste und Hauptkachel ist, ist genau das der Befehl. Ich kann nämlich über Active Tiles das System einfach fragen, welche Kacheln sind denn eigentlich gerade vorne alle aktiv und damit dann weiterarbeiten. Jetzt müssen wir jetzt erstmal kurz gucken, ob es überhaupt eine Kachel gibt. Das ist ja auch möglich. Ja? Also der Nutzer ist ja durchaus, es ist dem Nutzer ja durchaus gestattet, eine Anwendung gar nicht als Teil vorne zu haben. Aber wenn wir die haben, dann möchten wir im Prinzip eine neue Teil anlegen. Ja? Und dafür brauche ich jetzt die Standard-Tile-Data, weil ich setze mir jetzt quasi, ich konstruiere meine Teil und sage dem System einfach nur, bitte aktualisiere meine Active-Tile-First, meine Hauptteil mit den entsprechenden Daten, die ich hier habe. So, das nenne ich jetzt mal einfach neue Teil oder machen wir es MMT-Teil. So. Und da können jetzt alle möglichen Daten rein. Zum Beispiel können wir sagen, wir nehmen einfach mal Title und da schreiben wir rein MMT30. Dann haben wir sowas wie Backtitle. Man kann sich denken, ja, wir haben vorne und hinten, wie bereits angesprochen. Dann mache ich jetzt mal rein MMT30, hallo. So. Dann können wir hinten noch ein bisschen Text reinschreiben. So. Und wir können auch einen Count reinsetzen. Das ist im Prinzip so ein kleines Badge, das wir oben haben, wo wir irgendeine Zahl anzeigen können. So, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist, dass wir die Teil auch aktivieren. Ja? Bitte, was? Wir gucken mal, ja? Wenn es so funktioniert, dann nehmen wir es mal so. Und zwar machen wir jetzt, aktualisieren wir unsere Teil, die wir gefunden haben,
mit entsprechender MMT-Teil. So. Soweit, so gut. Das kann funktioniert sogar auf dem Emulator, deshalb zeigen wir es mal gerade auf dem Emulator. So, bevor ich nämlich jetzt in die Anwendung reingehe, muss ich mal kurz die Teil vorne hinlegen. Und zwar von Anwendung 5. So. So sieht jetzt die Teil aus. Relativ langweilig, noch einmal nichts reingemacht. Das ist eigentlich nichts anderes als das große Symbol. Wenn ich jetzt in die Anwendung reingehe und dann diesen Button drücke, passiert offensichtlich gar nichts. Aber wenn wir wieder zurückgehen, finden wir hier die aktualisierte Teil. Man kann sehen, der Titel ist aktualisiert, wir haben unseren Count drin. Und die Teil sollte, wenn sie alles richtig macht, sich gleich drehen. Da ist sie. So. So, das wäre jetzt so eine kleine Auswahl an APIs, die ich cool finde. Tom hatte auch noch ein paar coole APIs. Ja. Ja? Und die können wir uns dann jetzt direkt auch noch angucken. Möchtest du noch deinen Computer anschließen? Nee, lass mal dein Zeug dran. Alles klar. Jetzt ist die Kamera und alles dran, jetzt machen wir das mal. Kann ich auf dein Handy deployen? Ja. Was ist denn so alles? Weißt du selbst noch nicht, ne? 3D-Zeug. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel. Letztendlich wurden wir in der Pause jetzt mehrmals darauf angesprochen, dass dieses blöde Phone ja keine Datenbank hat. Aber das stimmt nicht ganz. Weshalb wir beschlossen haben, das jetzt auch kurz zu zeigen. Wir haben jetzt natürlich keine super fancy Demo dafür vorbereitet, sondern im Prinzip mache ich jetzt einfach mal ein kleines Sample auf. Im Prinzip ist das eine Applikation, die sowas wie eine Taskliste, ne? Ja, ja. Das ist ein einfacher Taskmanager. Also ich kann jetzt hier einen Task hinzufügen. Und im Hintergrund nutzt diese Applikation jetzt nicht den Isolated Storage mit wegserialisierten Daten, was man gängigerweise so gemacht hat, sondern was da jetzt passiert, ist tatsächlich, die Sachen werden in einer kleinen Compact-Datenbank gespeichert. Also wir liefern tatsächlich seit dem Mango-Update sowas mit. Wie sowas dann ausschaut, gucken wir uns kurz an, wa? Genau. Letztendlich ist es nämlich so, dass sich das im Code manifestiert, nicht unbedingt wie eine typische Datenbank. Also wir haben hier keine Secret Strings mehr, die wir auf die Datenbank abfeuern, sondern was bei uns passiert ist, wir verpacken das alles in ordentlichen Wrapper, im Prinzip Link to SQL, wer das schon mal gehört hat. Das ist ein Mechanismus, der mir erlaubt, ja, vernünftigen Code, also vernünftigen Abfragecode innerhalb unseres C-Sharp-Codes zu schreiben. Kurz einen Blick drauf werfen. Bisher noch nicht so wirklich gesehen. Das ist jetzt der Datenkontext. Der Datenkontext ist im Prinzip die zentrale Zugriffsklasse, die mir erlaubt, auf meine Datenbank zuzugreifen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die nutze und schreibe, existiert die Datenbank ja eigentlich auch schon. Das heißt, im Hintergrund wird eine Datei erzeugt, die in meinem Isolated Storage liegt und die meine Daten halt relationell korrekt hält. Was man wissen muss zu diesem Kontext, ist im Prinzip nicht wirklich viel. Letztendlich wird die Liste der Tabellen-Items in Form von Tables zur Verfügung gestellt. Das sind im Prinzip die beiden Properties, die hier unten stehen. Das heißt, Categories und Items sind die beiden Tabellen im Grunde. Und die Tabellendefinition passiert hier unten. Das ist im Prinzip so ein To-Do-Item. Im Prinzip brauche ich nur ein Attribut dafür. Sieht ein bisschen wild aus. Das ist aber ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass es zum einen eine Entität für die Datenbank ist und zum anderen eine Entität ist, die sich wunderbar an unsere Oberflächen binden lässt. Also mit Data Binding, sodass die Oberfläche, wenn wir da eine Liste haben oder ähnliches, dass die sich automatisch aktualisiert. Was man da drin jetzt noch machen muss, einzelne Felder muss man halt zum einen mit dem Column-Attribut deklarieren oder beschmücken. Und es gibt dann noch das eine oder andere Feld, das ein bisschen mehr Liebe braucht, sowas wie der primäre Key. Da gibt es halt einfach ein paar zusätzliche Felder, die ich ausfüllen muss und das war's schon. Das heißt, im Grunde definiere ich nur kurz mein Schema mit ein paar Entitäten, die Relationen dazwischen, brauche einen Data-Kontext und dann funktioniert die ganze Sache schon. Du musst mal angucken, wie jetzt hier ein neuer Task gemacht wird. Ja, bitte. Ja. Weißt du, wo das ist? Ja. Ha. Was hier nämlich passiert ist, was man von der Datenbank vielleicht gar nicht so wirklich erwartet. Im Prinzip erzeuge ich einfach nur ein neues Element dieser Entität und sage meinem Data-Kontext, hier ist das neue Item. Sorgt dafür, dass das ordentlich weggespeichert wird. Das passiert im Prinzip an der Stelle, wo wir dieses Add-To-Do-Item hier unten. Ach nee, das ist gar nicht wahr. Das passiert. Da drüber, mit dem New-To-Do-Item. Also, wir haben im Prinzip jetzt das Objekt-To-Do-Item, mit dem wir direkt arbeiten können. Ja, das heißt, es sieht erstmal gar nicht so wirklich aus wie ein Datenbankzugriff. Da ist halt ein OR-Mapper zwischendrin, der in dem Fall relativ dünn ist. Das ist im Prinzip eine direkte Übersetzung von dem, was ich schreibe, zu einem SQL-Statement.
Und die Abfragen, die daraus resultieren, also wenn ich Abfragen auf die Datenbank machen möchte, wird es dann weniger komplex. Ich brauche dann kein SQL-Statement zusammenzufummeln, sondern ich kann das mit so einem Link-Statement machen. Das ist ein typisches C-Sharp-Feature, das wir an der passenden Stelle, da wo die Liste ausgelesen wird, wunderbar zeigen können. Lass uns das mal gerade finden hier. Dann mach ein neues, das passt schon. Wie ein neues? Zeig mal. Also wir haben diesen, Captain, übernehmen Sie. Ja, ja. Also wir haben hier oben irgendwo diesen Kontext initialisiert. Das heißt, es gibt eine Instanz von dem Teil. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir irgendwo Daten brauchen, das ist jetzt eigentlich wurscht, machen wir dahin. Wir feuern es einfach nicht ab und dann funktioniert das. Wie heißt das Ding? DB? To-do-DB? Dort drin habe ich jetzt, wie gesagt, die Properties und somit den direkten Zugriff auf die Felder. Das heißt, hier gibt es irgendwo, gibt es nicht, Categories, das hier. Und wenn ich jetzt diese Categories auslesen möchte, dann kann ich zum einen das machen, was ich hier mache, im Prinzip einfach direkt auf die Liste zugreifen. Ups. Aber ich kann im Grunde auch eine Abfrage darauf machen. Das heißt, ich speichere in X einfach mit so einem hübschen Statement, das man nicht unbedingt kennen muss. Das ist, wie gesagt, ein C-Sharp-spezifisches Ding. Kann ich solche Abfragen machen? Das heißt, ich kann hier speziell auf meinetwegen auf den Namen zugreifen, start with, keine Ahnung, alle, die mit H anfangen, selektiere das Ganze und habe jetzt hier drin in C dieses Statement, das ich gerade geschrieben habe, als Abfrage drinnen. In dem Moment, wo ich einen Zugriff auf dieses CX mache, kriege ich diese resultierende Liste mit diesem Request. Das geht dann sogar so weit, dass ich dieses C gar nicht so direkt selektieren muss, sondern ich kann an der Stelle direkt ein neues Objekt, ein anonymes, generieren und kann hier sagen, ich brauche aber eigentlich nur einen Namen und kann direkt die Sachen hier so zuweisen. Und kriege dann ein geschrumpftes Set. Das heißt, hier kann ich ein Select ausführen, ohne das Sternchen verwenden zu müssen. Und alleine dieses Link-Zeug, was ich da gerade geschrieben habe, ist ein extrem mächtiges Werkzeug, um genau diese Abfragen sehr, sehr effizient und auch sehr schnell, was die Datenbankzugriff, also sehr billig, ausführen kann. Genau, was man vielleicht sagen sollte, dieses Link to SQL, es wird nämlich komplett nativ ausgeführt. Das heißt, das ganze Heavy Lifting im Hintergrund wird komplett vom System gemanagt. Und das ist echt feilschnell. Ja. Ja, also es ist richtig, richtig flott, gerade im Vergleich zu, wenn man es schafft, SQLite aufs Phone zu bringen. Ja, wir gucken uns die Syntax von SQL, Quatsch, von Link gleich nochmal an im Kontext zu Netzwerkzugriffen. Und auch da ist es halt extrem wichtig, dass man nicht erst alle Entitäten holt und die dann lokal filtert, sondern dass dieses Link-Statement, so wie wir es hier machen, direkt kodiert wird, zum Server geschickt wird und so ähnliches. Also das gucken wir uns auch gleich noch an. Eine Frage da hinten? Link. Ich glaube, es gibt eigene Bücher zu Link. Ansonsten, was ich immer gerne empfehle, auch wenn das jetzt vielleicht langweilig und billig klingt, MSDN hat echt coole Samples und eine sehr genaue Erläuterung, wie man mit Link to SQL abgefahrenes Zeug machen kann. Das wäre dann msdn-online.de, dann auf Windows Phone klicken und dann auf, ich glaube, Library oder Lernen oder so. Und in dieser Bibliothek findet man echt, echt abgefahrene Sachen. Zum Beispiel auch das Beispiel, das wir jetzt hier mal spontan rausgekramt haben. Wir haben natürlich jetzt nicht gerade in 10 Minuten mal eben so ein Ding hier geschrieben, sondern es kam einfach die Frage auf Datenbank und wir haben das jetzt aufgemacht, um das hieran zu zeigen. Wer aber hier selbst rumdoktern möchte, kann das Ding direkt von MSDN runterladen. Es gibt aber auch solche Sachen. Das machst du auch jetzt nur noch, um anzugeben. Ja, ja, oder? Eigentlich schon. Das ist die Alternative dazu, der funktionale Ansatz unserer Abfragen, eben diese Lambda-Expressions, die auch eine sehr, sehr hübsche Art und Weise erlauben, Dinge abzufragen und zu filtern. Okay, aber das jetzt wirklich nur zum Angeben. Ich habe nichts dazu erzählt. So, was ich jetzt noch machen muss, um einfach Fragen unseren Battle. Oh Mist. Ja, in Sound habe ich viele Fragen. In allen großen Firmen, welche baut Applikationen? Wir müssen eigentlich Applikationen für alle Plattformen bauen. Ja? Und für BlackBerry haben wir SQLite. Für Android haben wir SQLite. Für iOS haben wir SQLite. Ob SQLite auf Windows Phone funktioniert? Ja, also. Also ich sag mal so, erstens, Link ist deutlich schneller. Die zweite Antwort ist, SQLite ist ja, hat ein eigenes Entwicklungsteam und soweit ich weiß, funktioniert SQLite auch im Windows Phone. Man muss es halt selbst mitbringen. Aber Plattform schon direkt da. Das ist ein Open Source Library, welche kann, ist schon portiert in Windows, ist portiert. Ich sag mal so, hier ist die vollständige Antwort. Die Frage ist, warum kann SQLite direkt mitliefern? Die Antwort ist die folgende. Wenn man mächtige Datenbankoperationen auf dem Telefon macht, macht man was falsch von vornherein. Ja, wenn es um große, komplexe Vorgänge geht, die sowieso auf allen Plattformen vorhanden sein sollen, dann soll man das eigentlich in Cloud-Dienst auslagern. Cloud-Dienst. Relational
Ja, Moment, das ist auch eine relationale, das ist auch eine relationale Datenbank. Der zweite, wie gesagt, SQLite, man kann es ja nehmen, ja? Bitte nehmen, wenn das unbedingt gewünscht ist. Ich erkläre nur, warum es gute Gründe dagegen gibt auf dem Windows Phone. Und der einfachste Grund ist, Link to SQL ist halt nativ. Und was geschieht hier? Nichts. Ich gehe gleich nach Hause. Und schon fertig. Koffer brennt, der Computer. Also letztendlich haben wir unsere... Ja, es gibt gute Gründe gegen SQLite auf dem Phone. Und der ist, das, was wir programmiert haben, ist einfach um ein Vielfaches schneller. Wer SQLite nehmen möchte, soll es nehmen, aber wir werden nicht irgendwas empfehlen, was langsamer ist als unser eigenes Zeug. Und ja, das ist eigentlich die volle Antwort. Eine kurze Frage, vielleicht kommt es auch gleich noch, habe ich so ein Nebengeräusch schon gehört, Datenverbindungen zum Datenbank-Backend-Server, das heißt entweder bei JSON, OData, kommt in dem nächsten Networking und so, aber ja, es wird über eine Restschnittstelle rauslaufen. Genau. Ja. Also die Datenbank weiß davon, weil in den Attributen das entsprechend vermerkt ist. Und ja, so wird die Relation hergestellt über die Fremdschlüssel. Wie die Syntax dazu ausschaut, sehen wir wohl gleich. Genau. Irgendwo. Ich springe mal gerade hin. Bist du sicher? Ja, also es ist ja relativ simpel. Ja, hier schon, ach aber so, die in der Entität Datenbank muss selbst. Ja, klar, in der Datenbank selbst. Category. Yep. Da. Also hier wäre dann die Association, um die Relation zu beschreiben. Ja, das kann man jetzt hier gerade sehen. Und hier wird jetzt gerade eine Association hergestellt zwischen den einzelnen Untertypen. Das ist nämlich jedes Mal, wenn ich ein neues Item von einer bestimmten Kategorie reinfinde, dass dann die ganze Kategorie neu geladen wird. Aber so Associations erstellt man genau wie auch die Tabellen oder die Datenbanken selbst, im Prinzip mit den Brackets und dann Association und dann startet man direkt die Association literal hin. Also die Zugriffsmechanismen sind ähnlich, aber der Mechanismus drunter, das Entity Framework ist wesentlich mächtiger. Das hier ist wirklich ein 1:1 Mapping und das Entitäten Framework, da geht einiges. Genau, also im Prinzip muss man das Ganze hier so vorstellen, im Kernel, im Windows Form Betriebssystem ist auf sehr tiefer Ebene die Möglichkeit etabliert, relationale Daten zu speichern. Der Zugriff erfolgt über Link to SQL. Ja, also es ist einfach nur so, dass wir eine Art relativ menschenfreundlichen Zugriff geschaffen haben für eine aber ansonsten sehr tief im System verankerten Möglichkeit, relationale Daten zu speichern, was natürlich auch der Grund ist, warum das Ding so sauschnell ist. Weil alles andere, was man da oben drauf baut, natürlich auf einer höheren Ebene operiert und entsprechend unter anderen Ressourcenbedingungen arbeitet. Gut. Ah, mehr Fragen. Hat denn noch jede Applikation eine Grenze in der Quote, in der Menge der Daten? Also die Frage nach dem Limit der Datenbank, die Grenze ist der Speicher. Also letztendlich landet es im Isolated Storage der Applikation und wenn die beschließt, die Applikation, das Phone voll zu pumpen mit Daten, dann tut sie das. Ja, also ich glaube, bis auf einen kleinen Bereich fürs System reserviert, können die Applikationen die Daten da reinpumpen. Was man vielleicht an der Stelle sagen sollte, der Nutzer kann sehr wohl ein Limit festlegen. Also der Nutzer kann quasi in Zoom für sein eigenes Telefon festlegen, hey, ich möchte übrigens, dass keiner der Anwendungen auf die Idee kommt, mindestens so und so viel Gigabyte voll zu fressen. Die Funktion ist eigentlich dafür gedacht, dass wenn jemand unterwegs ist und ein Foto macht, dass dann nicht jedes Mal das System sagt, hey, das mit dem Foto ist eine tolle Idee, aber ich habe leider keinen Platz. Das heißt, der Nutzer kann seinen Anwendungen selbst ein Limit auferlegen. Ja, wollen wir mit dem, ich glaube, dann machen wir mit dem... Ich freue mich auf die Sensoren. Die Sensoren sollten wir noch eben machen. Ja, also wir haben ja jetzt hier den kleinen Battle der coolsten Demo. Ach, was? Was? Ja? Naja, deine Directions waren schon cool. Okay. Muss man schon zugeben. Was ich mir rausgesucht habe, die Sensoren, die Hardware-Sensoren, weil damit kann man durchaus immer wieder Überraschungen fabrizieren. Und wir haben ja gerade 3D-Zeug gesehen. Ich muss jetzt leider nochmal so ein 3D-Ding jetzt machen. Was ich nämlich vorhabe. Und, kann ich das ist ein typisches machen? Business-Szenario. Ne? Es fängt an mit einem 3D-Schädel. Ich finde die Demo immer noch cool. Die ist uralt, aber sie ist toll. Cool.
Worum es prinzipiell geht, darf ich das hier speichern? Ich brauche es nicht mehr. Okay, nie wieder. So, das war's jetzt. Das haben wir für euch rausgekramt und wir werden es nie wieder verwenden. Ich werde genau eine Festplatte wegwerfen und verbrennen, sicher zu gehen. Was, dass wir die Demo nicht wieder... weil wir haben ja gerade in meinem Spieldingens... Oh, wow. Muss das so aussehen? Ja, ja, das ist alles super. In dem Spiel, das wir gerade gemacht haben, haben wir unsere 3D-Models einfach so selber gemacht. Mit den Eckpunkten und so. Und die sahen ja relativ lame aus. Also für die Möglichkeiten, die mein 3D-Modeling hat, waren sie ziemlich schwach. Weshalb ich jetzt einfach mal ein fertiges 3D-Model mitgebracht habe. Man sieht hier schon an der Endung, Punkt X, schon sehr mysteriös. Punkt X ist das DirectX eigene 3D-Model-Format, aber XNA, das wir ja gleich verwenden, versteht auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel FBX, was so das eins der gängigeren Formate ist, um 3D-Models auszutauschen. Was da drin ist, ist ein 3D-Model, wie man sieht. Was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt irgendwo Felix reinschreibe? An die Stelle, dann passiert gar nichts. Es ist ein kompiliertes Format. Okay. Einfach um Speicher zu sparen und überhaupt. Und dieses Format, diese File, lass jetzt hier mal reinfallen und hey, sie wird erkannt als X-File, was gut ist, und aufbereitet als Model, was super ist. Und dieses Model kann ich jetzt einfach mal reinladen. Es dauert auch nicht lange, keine Sorge. Ich erzähle auch überhaupt nicht, was ich mache. Vielleicht geht es dann schneller. Ich kann von daneben stehen und raten, was du tust. Ja, das ist cool. Auch noch falsch. Mach mal. Du lädst den Inhalt des Skulls. Was er sagt. Ja, und jetzt? Felix? Ja? Was mache ich? Warte, sag ich dir gleich. Mhm. Ja, ich habe keine Ahnung. Moment, stopp. Jetzt habe ich plötzlich wieder Ahnung. Ja? Ja. Was mache ich? Du zeichnest die einzelnen Vektoren, oder? Du zeichnest quasi den Schädel. Nee, noch nicht. Noch nicht? Mach doch mal. Wir wollen doch hier fertig werden. Bin dran. So, was ich eigentlich mache, bevor der Kollege Felix da... ihr erinnert euch an diesen Shader, von dem wir gesprochen haben vorhin. Diesen Shader konfiguriere ich gerade, weil die Models, die ich hier gerade geladen habe, die eigenen Shader mitbringen. Das heißt, das Ding weiß schon selber, wie es sich selber rendern muss. Ich muss nur noch die entsprechenden Parameter, Lightning, aktivieren und anschließend den Skull malen. Das war's schon. So. Und was da jetzt passieren sollte, ist, deployen wir es noch auf dein Phone. Nee. Super. Was ist der Fehler? Danke, danke. Haben wir noch irgendwas für dich? Sehr gut. Sieht trotzdem komisch aus. Was habe ich? Das andere bockt, glaube ich, auch noch nicht. Das ist egal. Es wird der erste Operator genommen. Das wird beides in den Float, aber das macht keinen Unterschied. Was hier jetzt wohl noch blöd ist, ist die Tatsache, dass es... Andersrum? Nicht schlecht. Das ist gut. Sehr gut. Dann ist es doppelt schön, was du gerade gesagt hast. Weil ich glaube, du hast recht. Tada! Gut, aber der Schädel an sich ist ja ziemlich lame. Was ich machen möchte, ist, dass der Schädel sich, und jetzt binden wir die Hardware-Sensoren ein, der muss sich jetzt irgendwie bewegen. Weil, ja, sowas zu malen ist für ein Phone ja nicht so schlecht, aber wenn er sich bewegt, dann sieht es richtig fancy aus. Ich möchte die Beschleunigungssensoren dieses Telefons, was von Felix ist, ich hoffe, das ist kein Problem, dazu nutzen, um den Schädel abhängig von der Rotation des Phones zu drehen. Klingt das nach einem abgefahrenen? Schon. Ja? Ich glaube, den Applaus kriegst du aber erst, wenn du es baust. Bitte? Kiefer aufmachen kann der nicht, leider. Das Model kann das nicht. Aber, nein, kann ja alles haben. So, was wir nämlich brauchen, um das zu tun, wir brauchen eine Referenz auf so einen Sensor. Und dann muss ich gerade mal... Microsoft. Den ich erstmal einbinden muss. Wenn man nämlich Sensoren verwenden möchte, dann braucht es noch eine neue Referenz auf das Ding hier.
Und abschließend gibt es hier unter Sensoren einen Accelerometer. Da brauche ich eine neue Instanz von und kann beim Initialisieren einfach mal gucken, dass ich ein entsprechendes Event abgreife, dass der Sensor mir über den Zaun wirft, wenn sich was verändert. Also man kann die Daten von dem Sensor sowohl pollen, also ich kann regelmäßig zum Sensor hingehen und sagen, wie schaut's denn aus? Ich kann dem Ding aber auch einfach sagen, so hey, sollte sich was verändern, dann schick mir ein entsprechendes Event. Anschließend sage ich, bin bereit, ich möchte das jetzt starten. Die Tastatur, Felix, ist nicht mein Notebook, es dauert jetzt hier ein bisschen länger. So. Ich starte den Sensor nochmal eben. Und was jetzt hier in diesem Event kommt, ist relativ eindeutig. Wir haben einen Beschleunigungssensor. Und dieser Beschleunigungssensor hat die Aufgabe, mir die Kräfte zu geben, die sich gerade auf das Phone, also die gerade auf das Phone wirken. Wenn das gerade so da liegt, dann sind es die Gravitationskräfte. Das bedeutet, über den Sensor kann ich nach unten zeigen. Also der Vektor, der da rauskommt, über die x, y, z Koordinaten, das ist meine Gravitation. Die kann ich jetzt einfach mal 1:1 übernehmen und schreibe die jetzt in so einen Zwischenspeicher. Den initialisiere ich mal bei 0. Aber jedes Mal, wenn hier irgendwas kommt, überschreibe ich dieses Ding hier und verwende einfach die Parameter hier. Das heißt, ich habe einen Rotationsvektor, der eigentlich meine Gravitation abbildet. Leider kommen da viele, viele Doubles raus, weshalb ich das hier halt erstmal eben floaten muss. Und auch die Reihenfolge ist wahrscheinlich völlig Banane, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das muss jetzt auch raus. Bitte. Ja. Gut, und hier unten, wo wir zeichnen, wenden wir diese Rotation einfach mal eben an. Also hier habe ich im Moment noch diese World-Matrix. Ihr erinnert euch, das ist die, die das Objekt verschiebt, dreht und alles mögliche macht. Da verwende ich jetzt einfach mal diese Parameter und rotiere jetzt. Einmal auf der X-Achse, das ist, wenn er nach oben und nach unten kippt, und die Y-Achse, um den Schädel zu rotieren. Gesundheit. Ich verwende jetzt mal beliebige Achsen, weil ich nicht so genau weiß, welcher was tut. Aber es geht um den Effekt. Ja. Ich starte das Ganze. Es gibt mal schon mal keinen Fehler, ist gut. Im Emulator selber können wir das natürlich auch emulieren, weil wir haben ja das Ding hier. Weil Felix hat ja nur einen großartigen Teil dieses Geräts gezeigt. Wir haben nämlich hier genauso gut auch die Simulation dieses Rotationssensors. Das heißt, ich kann hier schon mal simulieren, dass das Gerät jemand bewegt. Das ist, der Punkt, wo man eigentlich schon sagen kann, wie cool ist das denn? Ja. Bitte. Ja? Aber viel cooler ist es natürlich, wenn man das am Device sieht. Dass ich vermutlich das ist wahrscheinlich muss. Gelockt, ne? Ja, klar. Ich meine, ich lasse dich alleine mit meinem Telefon hier. So weit kommst du. Würde ich auch nicht tun. Ja, ich weiß. So. Neuer Versuch. Wir deployen das mal eben kurz aufs Phone und es ist halt einfach ziemlich beeindruckend, dass dieses Phone in der Lage ist, zum einen unglaublich schnelle 3D-Sachen zu rendern. Alleine das finde ich schon beeindruckend. Und zum anderen eben eiskalt diese Sensoren einzubauen. Das funktioniert sogar ziemlich gut. Ich bin jetzt gerade sehr überrascht. Und das ist der Moment, wo man beeindruckt sein sollte. Dankeschön. So, ich glaube, wir sind eigentlich durch für. Ja, ja, genau. Das wir sind durch, was die APIs angeht. Wir machen nicht mehr allzu lange. Wir werden gleich. Ist der Olli irgendwo in der Nähe? Bevor ich jetzt irgendwelche Pausendinge ankündige. Er ist jetzt draußen, weil er nicht damit gerechnet hat, dass wir wirklich kürzer machen als geplant. Ja, er hat das jetzt. Hat uns gesagt, Jungs, macht mal kürzer und in der Hoffnung, dass wir wenigstens nicht überziehen. Jetzt haben wir kürzer gemacht. Der Punkt ist nämlich, wir machen jetzt gleich noch ganz kurz, werden wir noch mal kurz ein bisschen langweiliger. Da erzähle ich nämlich kurz, wie es mit dem Marketplace aussieht. Was sind da so die Kennzahlen? Wie kommt man da rein? Wie kommt man da raus? Wir haben noch eine Netzwerksession. Eine Netzwerksession haben wir auch noch? Ja. Ah, Entschuldigung. Niemand verlässt den Saal. Wir machen erst noch Netzwerk. Gibt es trotzdem eine Pause? Oder? Ja, es gibt, weiß ich nicht. Ich habe wieder die Agenda. Mal gucken hier. Was ist denn die Agenda? Das ist auf jeden Fall eine Agenda, ja. Gut, da ist eine kurze Pause. Und zwar von 15 Minuten. Ja, nachdem es jetzt Viertel vor ist. Wir sind sogar pünktlich. Wir sind einfach nur pünktlich fertig, wir haben nicht mal früher aufgehört. Er hatte recht, der Olli. Ja, wir machen um 6 weiter.